Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Ich zeige euch heute, wie ihr bei anderen einbrechen könnt. Was ihr dafür alles wissen müsst, findet ihr jetzt hier im Video auf der rechten Seite. So, damit ihr jetzt bei anderen einbrechen könnt, müsst ihr eben auf die Tür klicken, wo ihr eben einbrechen wollt. Und wählt dann jetzt hier erstmal einbrechen aus. Jetzt kann ich hier andere Sims auswählen, die eben mit einbrechen sollen. Ich lasse es einfach jetzt mal bei meinem Sim. So, nach einem kurzen Ladebalken sind wir jetzt hier eben bei meinem Nachbarn angekommen. Und wie wir hier sehen, haben wir dann jetzt hier auch schon ein Event laufen. So, normalerweise ist dann hier jetzt auch keiner zu Hause. Und wir versuchen jetzt hier erst einmal einzudringen. Dafür klicken wir erneut auf die Tür drauf und wählen dann jetzt hier Aufbrechen aus. So, und schon versucht mein Sim dann jetzt hier einzubrechen. Das kann funktionieren oder eben auch nicht. Und wie wir hier sehen, konnten wir jetzt hier erfolgreich einbrechen. Hier können wir jetzt ein wenig schnüffeln, um eventuell ein paar schmutzige Details rauszubekommen. Solltet eure Sims das Merkmal kleptomanisch haben, können eure Sims jetzt hier auch was mitgehen lassen. Und am besten solltet ihr dann fertig sein, bevor diese Uhr hier abgelaufen ist. Und wie wir sehen, haben wir dann auch schon hier ein Geheimnis gefunden. Dafür müssen wir dann einfach hier auf Profil öffnen gehen. Und schon sehen wir dann hier in diesem Sim-Profil das Geheimnis über diesen Sim. Und damit könnten wir sie theoretisch jetzt auch erpressen. Oder wir sagen eben, dein Geheimnis ist bei uns für immer sicher. Ja, und wie gesagt, so könnt ihr dann bei anderen Sims einbrechen. Und ihr solltet dann wirklich darauf achten, dass ihr hier nicht erwischt werdet. Also, dass hier dieser Balken nicht abläuft. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder Ähnlichem schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!